Servus. Mein Name ist Christian Schlegel. Wir haben Dienstag, den 3. März. Es ist 11:46 Uhr und in diesem kleinen Clip geht es um den Stanpur. Bevor wir uns dem widmen, ein Spruch noch zu dem Film für den DAX vom Sonntag. Ich hatte im letzten Satz auf dieser kleinen Eingangstafel gesagt, erst bei 11.606 gibt es eine sinnvolle Unterstützung. Gestern am Montag waren wir bis 11.622 runter. Für mich hat diese Unterstützung gegriffen. Ich gehe davon aus, und hat er schon mal bewiesen, dass der Markt, also jetzt der DAX, erstmal wieder ein bisschen Boden gut macht, in den Bereich 12.400 rein. So, und damit genug zum DAX und jetzt zum Stanpur. Das ist ein längerer Chart hier. Der ist also jetzt von 2018. Ich mache mal so, dass ihr es besser seht. Und ich habe auch hier die Fibos angelegt. Auf der letzten großen Unterstützung. Das war die vom Dezember 2018. Ich nenne das mal den Trump-Support, weil da hat er sich hingestellt und hat halt gesagt, ich finde alle Werte toll, die Fangaktien waren ziemlich auf dem Boden. Dann sind wir jetzt bis in den Februar rein heftigst gestiegen, bis fast 3.400. Und das ist jetzt halt hier diese Quittung, die alle Märkte bekommen haben, ob das jetzt der DAX war, der Standpur, der Dow, der Nasdaq, wie sie alle heißen. Alle was auf die Nase bekommen. Und das für mich sehr Wichtige ist, jetzt nehme ich mal das Fadenkreuz raus, dass von dieser Bewegung habe ich die Fibos gelegt. Wir sind bis zum 50er Fibonacci-Retracement gelaufen. Es ist absolut in Ordnung. Es ist wirklich alles fein. Wir haben vom Chart her hier eine Unterstützung, die erachte ich als recht wichtig. Die ist bei 2820. Das ist eine wichtige Unterstützung meines Erachtens nach. Die wurde oftmals gesehen, war früher ein Widerstand, einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal hier als Unterstützung, dann ein paar Mal noch Unterstützung, da sind wir dann letztendlich von weg. Die ist wichtig, rein vom Chart her. Von den Bändern, jetzt gehe ich mal ein bisschen näher ran, dass der Bewegung entgegengesetzte Band, Bewegung abwärts, also oberes Band, dreht noch nicht. Das verlangsamt sich ein bisschen, aber das reicht mir jetzt noch nicht, um zu sagen, die größte Gefahr ist vorbei. Gleichzeitig entsteht über das MACD ein erster kurzer Balken und die Stochastik liegt sogar im 20er Bereich. Durch den gestrigen Tag Montag, wissen Sie selbst, die sind ja alle endlich mal wieder gesprungen. Das war aber auch notwendig. Ja, ich meine, die haben schon ordentlich Federn gelassen, alle wir in Deutschland ja auch. Von daher sieht es gar nicht so schlecht aus. Das ist positiv, das ist positiv, das ist noch negativ, aber schwächt sich ab. Wir waren unter der 200-Tage-Linie, wir sind jetzt wieder reingesprungen, wir waren außerhalb der Bänder, wir sind wieder reingesprungen. Grundsätzlich hat er ein bisschen mehr Chance als Risiko. Was könnte das Potenzial sein dieser Korrektur? Und da gehe ich jetzt so ran, ich schnappe mir einfach die Fibos, löst das untere auf und ziehe es hier dran an den unteren Punkt hier. So. Jetzt habe ich diese Bewegung hier. Und ich gehe davon aus, das sind natürlich die Farben, die Zahlen hier andersrum, das ist das 38er ist hier unten, das 61er ist hier oben. Wir haben das 38er schon gesehen und überboten. Liegt genau mit der 200-Tage-Linie zusammen. Wir sind kurz vor dem 50er, aber für mich ist eigentlich wichtiger dieser Bereich hier. Ich hole mal wieder das Fadenkreuz rein. Das ist dieser hier, dieser Bereich hier, dieser ganze Bereich um die 3230. Das wäre im Extremfall möglich. Soweit möchte ich zwar noch nicht gehen, aber das wäre im Extremfall möglich. Ich kann mir aber jederzeit ein Überbieten der 50 und Eintauchen in diesem Bereich hier vorstellen. Die 20-Tage-Linie auf die unbedingt achten, das ist immer die Mitte der Bänder, die wird immer weiter runtergehen. Und war oder oftmals ist es so, dass ein Wert, der sich so von denen distanziert hat, genau den Weg bis dahin, bis zur Mitte der Bänder und somit zur 20-Tage-Linie sucht. Also die wird er unbedingt im Auge behalten. Im Moment 3.276. Das gebe ich dem nicht. Das glaube ich nicht, dass der da zu hoch geht. Das wäre zu viel. Aber irgendwo in dem Bereich 3.000, war hier, da so, wo jetzt 10-Tage-Linie ist, 3.200, halte ich auf jeden Fall für möglich. Gar keine Frage. Ja, hier vielleicht so 3.212. Zu den Optionen. Ich bin ein bisschen feige geworden, weil die Bewegungen sind schon heftig. Was ich jetzt hier rausgesucht habe, ist ein 2812er. Da liegen wir also hier etwas unterhalb von dieser eben von mir hier eingezeichneten Linie da, diesem, was jetzt Support ist, was ehemals auch Widerstand war. Da liegen wir etwas drunter. 2812, das ist lediglich ein 11er Hebel und ist von Goldman Sachs ein Open-End-Schein mit der Kennnummer GA7A71. GA7A71.
Das ist durchaus vertretbar für den Fall, dass wir hier noch weiter hochgehen. Ja, ich möchte nicht näher rangehen. Das ist mir bei den Märkten ja momentan ein bisschen zu heftig. Ein Short, den ich momentan nicht präferiere. Ich möchte ihn erst noch ein bisschen weiter hochlaufen lassen. Da wären wir, ich muss ihn eigentlich übers All-Time-High setzen. Es ist oder zumindest in die Nähe desselben, ja. Sowas hier, das passt sogar auch ganz gut. Das ist ebenfalls ein 11er Hebel, 3372. Das sind wir ungefähr hier, wo jetzt die Maus ist. 3372, und das ist auch ein Open-End-Schein von Goldman, hier in diesem Fall mit der Kennnummer GB9 Q07. Also kurzfristig gebe ich den Märkten hier wirklich noch ein bisschen die Möglichkeit, dass sie weiter korrigieren. Die haben genügend Luft geholt, jetzt können sie mal rauslassen, nach oben. Ich gehe hier nicht short, tendenziell eher Kleinigkeiten long. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.